Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LEGO Jurassic World. In der letzten Folge sind wir mit unserem Riesending hier angekommen. Und jetzt müssen wir... Ja, was müssen wir denn machen? Keine Ahnung. Schauen wir einfach mal, was es denn hier so gibt. Hierfür brauchen wir unseren Spucker. Den haben wir aber nicht. Ups. Ja, und gleich geht's nach unten. Nein, 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 nicht nochmal, nicht nochmal. Ich kann die Kamera auch leider noch nicht drehen. Das geht nicht. Aber egal. Oh, guck mal da oben. Haben wir den dabei? Nein. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal zur nächsten Mission. Was ist das denn? Also hier gibt es auf jeden Fall einen goldenen Stein, aber wie kriegen wir den? Da ist eine Info. Okay, wir sind jetzt hier hinten. Okay, ja, ich kann die Karte auch nicht wirklich steuern. Okay, wir müssen da lang fahren. Alles klar. Was ist das? Isla Sorna. 2 von 10 und 1 von 1. Okay. Ach, hier kann man die Missionen nachspielen. Alles klar. Hier kriegen wir ein Auto. Und was ist mit dem Kerl da hinten? Hallo? John Hammond. Vergessene Welt. Kaufen. Nö. Erstmal nicht. Wir sparen erstmal. Und dann hätte ich gesagt, wir machen einfach mal die Mission weiter. Können wir den Großen da nehmen? Ha, es geht halt auch. Geil. So, alle mal einsteigen. Wir fahren los. Oder auch nicht. Leute, einsteigen. Irgendwie kann ich damit nicht fahren. Das funktioniert nicht. Seltsam. Wieso geht das nicht? Dann schnappen wir uns eben mein eigenes Auto. Dafür nehmen wir... Ah, okay, den können wir alle, die können wir alle kaufen. Nehmen wir den Shuttlebus. Rückwärtsgang. Eng fest. Wollt ihr nicht mit? Okay, dann nicht. Fahr ich alleine. Wer hätte es gedacht? Wir haben natürlich wieder ein Hindernis. Und ich denke mal, wir brauchen ein Mädel. Ach nee, es geht. Nicht aufs Auto, nicht aufs Auto. Bam. Scheiße. Voll aufs Auto. Haben wir jetzt gebaut? Ich sehe es nicht. Och, Menno. Kein Auto mehr. Wir brauchen den Eddie. Der einzige Kerl mit Waffe. Bam. Okay. Oh, nein, 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 nein. Scheiße. Gibt's da irgendwie noch einen Trick? Oder brauchen wir da einen Mädel, die relativ weit springen kann?
Fast. Er hängt, er hängt. Das muss ich gleich ausnutzen. Junge, du sollst schwingen. Schwing doch. Und hoppa. Okay, ich kann denen nicht helfen, das müssen die alleine schaffen. Sind die aber auch schon alle da. Was gibt's denn hier noch Schönes? Haben wir die Sarah dabei? Ja. Die will doch bestimmt wieder im Dreck wühlen. Also nicht im Dreck, aber naja, man weiß ja nicht, ne? Was gibt's denn da Schönes? Eine kleine Leiter, ja? Oder Plattform? Eine Plattform. Boing, boing. Diese Info wird dich von den Socken hauen. Stegosaurus bewegt sich am liebsten auf allen Vieren fort. Allerdings wurde dieser gepanzerte Dinosaurier dabei beobachtet, wie er auf beiden Hinterbeinen und seinem Schwanz sitzt, um an höher liegende Pflanzen zu kommen. Nicht schlecht. Wir können unser Basislager genauso gut hier aufschlagen. Das ist ein Jagdrevier, Mr. Lando. Ich begleite Ihren Campingtrip unter der Bedingung, dass ich das sage. Okay. Dieter, geh in den Ausleger. Ihr nähert euch ihm. Der mit dem roten Horn zu einer Schmalztolle. Das war der Falsche. Wir sind ja bestens ausgerüstet. Einfach ausgedrückt, Ingen sucht Investoren, die einen Teil unserer Vorlaufkosten übernehmen. Man transportiert nicht Menschen um die halbe Welt, damit sie einen Zoo besuchen. Man bringt den Zoo zu ihnen. Mr. Hammond wusste das. Ehe er den Traum von einer Insel hegte, begann er mit dem Bau eines Amphitheaters. San Diego ist prädestiniert dafür. Es könnte für die Besucher in weniger als einem Monat fertig sein. Die wollen die Tiere mitnehmen. Rüber aufs Festland. Jetzt kann ich's euch ja sagen, dass Hammond mit ihrem Auftauchen gerechnet hat. Er hat eine Alternative parat. Was für eine Alternative? Mich. Sabotage im Lager. Ich frage mich, wer wirklich auf die dumme Idee kommt, die aufs Festland zu bringen. Wenn die ausbüchsen, na dann, gute Nacht. Dann war's das mit der Menschheit. Ist es immer noch benommen? Wie viel Betäubungsmittel habt ihr denn benutzt? Ich dachte, es wäre ein Stegosaurus. Ich habe echt schlechte Tiefenwahrnehmung. Dass die mich nicht sehen? Egal, ich klatsche einfach mal fröhlich weiter. Den darf man auch noch zerstören. Geld, 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 Geld. Lego-Steinchen, Lego-Steinchen, ich brauche euch. Die kann das vermutlich nicht, auch nicht. Wer seid ihr? Ihr dürft nicht hier sein, auf sie! Bam, bam, bam. Bam. Dann muss der Dame ja helfen. So, dann sammeln wir mal das Geld wieder ein. Und bevor es weitergeht, müssen wir den Dino gleich befreien. Ich sehe etwas durch das Tor. Kannst du den Scheinwerfer draufrichten? Nein, tu das mal lieber nicht. Oh. Ich glaube, der ist K.O. Ach nee, Quatsch, die haben mir gemeint, die haben ihn betäubt.
Hey, was ist da unten los? Jemand hat den Pachycephalosaurus freigelassen. Es gibt Klatsche. Bam. Bam. Geh doch von der Damme weg, du. Dreckiger Kerl, du. Yeah, es stinkt immer noch. Alles stinkt. Na, dieser Mist hier. Also, im wahrsten Sinne des Wortes. Können wir das Auto eigentlich nehmen? Oder zumindest zerstören? Okay. So weit, so kaputt. Würde ich mal sagen. Genau. Genau, genau. Wir können bestimmt hier irgendwie was ausmachen. Zumindest das Licht. Obwohl, das bringt würde rein gar nichts bringen. Deswegen denke ich mal, dass es nicht funktionieren wird. Auf sie! Chaka, chaka, chaka! Hier fällt mir das schöne Lied von Rammstein ein. Ich muss zerstören. Ich kann zwar nicht singen, aber ja, deswegen lasse ich es lieber auch. So, hier noch ein bisschen was zu essen für den kleinen. Für den kleinen Stinker. Hier, bitteschön. Die Idee bin ich gar nicht gekommen. Ja, fast. So geht's natürlich auch. La 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 la. Okay. Mit der Lampe kann man nicht viel machen. Dann zerstören wir mal weiter. Okay, was kann man hier bauen? Drehen, 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 drehen. Ein Pilz. Somit haben wir schon 2 von 3 Gegenständen an das Fiedern verfüttert. Ich kann mir den Namen leider nicht merken, der war etwas, ja, konfus. Pachycephalosaurus. Irgendwie so. So. Vielleicht ist da hinten ja noch ein bisschen Kohle. Nein. Hier kann man nichts zerstören. Da brauchen wir vermutlich erstmal den Dino. Und da wird das letzte Essen sein. Los, 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 los. Banane! Banane. Wow. Mit Schale. Oh. Hier, bitteschön. Oh, der ist zutraulich.
Kopfnuss! Geht weg! Ah, ich hab Kopfschmerzen! Alle tot! Ist auch egal. Aua! Aua! Ups! Oh, das ist etwas in die Luft gegangen. Scheiße. Bam 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 bam. Ich glaube, ich zerstöre die Falschen. Okay, aber wir sind erstmal wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und schreib mir bitte was in die Kommentare. Das würde mich freuen. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.